Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute: Züchtung für mehr Geschmack. Unser Züchtungsprogramm ist als fast einziges in Europa spezialisiert auf den Hausgartenmarkt. Das hat einige Nachteile, aber das hat vor allem Vorteile. Wir können uns auf die Kriterien konzentrieren, die wichtig sind für Sie im Garten. Mehr Resistenz, einfachere Kultur und besserer Geschmack. Bei allen Kulturen, die wir züchterisch bearbeiten, bei den Himbeeren, bei den Johannisbeeren, bei den Stachelbeeren, bei den Brombeeren und auch bei den Äpfeln. Andere agronomische Kriterien, wie zum Beispiel Ertrag, Pflückbarkeit, Transportfestigkeit und so weiter, sind für Sie zu Hause nicht so entscheidend. Am entscheidendsten ist sicher das Erlebnis, die Früchte der eigenen Gartenarbeit zu genießen. Und dann müssen Sie, dann sollen Sie speziell gut sein. Wir können uns auf den Geschmack konzentrieren. Und genau das mache ich bei der Selektion in der Züchtung auch. Ich laufe durch, ich esse und immer wieder passiert es mir, dass ich denke, etwas entdeckt zu haben, was es vorher im Apfelgeschmack nicht gab, etwas ganz Neues. Ich bin davon überzeugt, dass die Breite der Aromen, die im Apfel möglich sind, aber auch in anderen Obstarten möglich sind, in Beeren möglich sind, viel breiter sind als das, was wir kennen. Das ist eingeschränkt worden durch die Geschichte, das ist eingeschränkt worden auch durch die Konzentration der Züchtung auf diese agronomischen Kriterien wie Kilogramm, Tonne pro Hektare und so weiter. Da ist sehr viel mehr Geschmack und sehr viel mehr Varianz möglich, als es das bis jetzt gab oder gibt. Dann laufe ich also durch die Felder durch die Reihen, selektioniere und eben wie gesagt, manchmal entdecke ich etwas, das mich an etwas erinnert, aber ich weiß nicht an was, ein spezieller Geschmack. So auch mit diesem Apfel, er ist ein Baum, wie hier, leicht bereift. Man sieht das hier noch. Es hat so einen leichten Duft, sagt man dem, auf dem Apfel. Wenn man das etwas poliert, dann wird er ganz glänzend rosafarbig. Eine Sorte, die jetzt um den 20. August herum reif ist. Und ich habe die jetzt in den letzten Wochen gegessen und gegessen, habe mich immer an etwas erinnert und ich wusste nicht mehr, was es ist. Ein spezieller Duft nach Apfel, schon von außen, wenn man an der Schale riecht, nach reifem Apfel. Und dann schneidet man den Apfel auf. Hier. Und dann sieht man einen leichten rosa Hauch auch im Fruchtfleisch, etwas ganz Spezielles. Der Apfel stammt nicht aus unserer Züchtung für rotfleischige Äpfel, aus der Red Love Züchtung, sondern aus der ganz normalen Züchtung. Aber jeder Apfel hat zur Reifezeit jetzt so einen rosa Hauch innerhalb des Fruchtfleisches. Habe ich also diesen Apfel gegessen und gegessen? Und da war etwas und ich konnte es nicht beschreiben. Und heute ist mir in den Sinn gekommen, das erinnert mich an diese Süßigkeiten, die Kinder kaufen, die mein kleiner 7-jähriger Sohn kauft, die auch ich als Kind gekauft habe, die extrem viel Säure haben, aber auch Zucker, die fast süchtig machen. Man kann von denen essen, so viel man will. Es ist diese Fruchtmelasse und drauf Zucker und Säure. Und wenn man die isst, bekommt man Lust auf noch mehr. Und genauso ist es mit diesem Apfel. Extrem viel Säure, extrem viel Zucker und er macht fast süchtig. Man möchte immer noch mehr davon essen. Ein ganz spezielles Aroma. Mein Arbeitstitel für diesen Apfel vorläufig ist der Rosy Fruity oder Fruity Rosy. Das könnte ein Name für diesen Apfel sein. Wir werden ihn sicher weiterverfolgen. Ist ein Kandidat für unsere Sortenpipeline für den Hausgartenmarkt. Speziell frühreif, jetzt ungefähr zur Zeit von Werdenberg. Speziell dieser Hauch und speziell dieses Aroma, das nach immer mehr verlangt. Man möchte noch mehr davon essen, macht fast süchtig, wie diese Kinder süß waren. Wo die Kinder dann auch kein Ende finden, immer noch mal etwas probieren möchten. Das waren ein paar Informationen aus der Züchtung über unsere Konzentration auf den Geschmack, wie man auch mal neue Geschmäcker entdeckt, auch in der Apfelzüchtung. Wie immer diskutieren Sie mit, was für einen Geschmack bevorzugen Sie bei den Äpfeln, was für ein Aroma. Glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle und gärtnern Sie weiter.